Schön, dass ich sozusagen den Auftakt auf dieser Konferenz geben darf. Es geht um das Thema Data Thinking und Doing Data mit NIME, insbesondere in der Ausbildung 4.0. Und vielleicht nur ganz kurz zu mir. Ich bin Sozialwissenschaftler, habe aber auch einen Pädagogik- und Didaktik-Schwerpunkt. Bei mir im Projekt geht es um Digitalisierung der Ausbildung und wir entwickeln verschiedene Lernformate für das Berufsbildungspersonal, das sind Ausbilderinnen, Ausbilder, alle, die mit Azubis in irgendeiner Form ja, didaktisch arbeiten. Und ich arbeite im sogenannten Netzwerk Q4.0, da erzähle ich gleich ganz kurz, was das ist, und bin aber sozusagen diese regionale Koordinierungsstelle, gibt es überall in Deutschland, ich bin aus MV Schwerin. Und aus Mecklenburg-Vorpommern und es geht, das Netzwerk Q4.0 ist in dem Fall beim Bildungswerk der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt. Ich habe auch die Kontaktdaten einfach mal aufgenommen. Ich werde heute nicht so lange bleiben können, aus gesundheitlichen Gründen, aber bin für Diskurs und Austausch gerne greifbar. Und vielleicht sehen wir uns ja auch im Training. Das ist auch ein Angebot, das ich nachher gerne allen auch machen möchte. Gut. Worum geht es ganz kurz in diesem Netzwerk Q4.0? Das Q steht für Qualifizierung 4.0, im Grunde Industrie 4.0, Ausbildung 4.0. Und dieses Netzwerk ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus Deutschland gefördert. Es ist bundesweit aktiv und es geht darum, neue Weiterbildungsangebote zu entwickeln und zu implementieren, denn nur wenn das Berufsbildungspersonal ertüchtig ist, dann kann auch die Ausbildung letztlich gut laufen. Das ist so der Hintergedanke. Es geht also darum, diese Ausbilderinnen und Ausbilder oder beziehungsweise alle, die berufsbildnerisch tätig sind, in ihren Selbst- und Sozialkompetenzen, Fachkompetenzen zu stärken und diese Transformation für die Ausbildung mitzunehmen. Ganz unten sieht man auch Definition und Schaffung eines bundesweiten Qualitätsstandards zur Qualifizierung des Ausbildungspersonals. Das ist natürlich auch ein dickes Brett, das gebohrt wird. Und da ist insbesondere das Institut der Wirtschaft aus Köln unser Hauptansprechpartner, der im Netzwerk Q4.0 so ein bisschen, sag ich mal, die Netzwerkkoordinierung übernimmt. Und überall in Deutschland, sag ich mal, gibt es Bildungswerke der Wirtschaft oder wie heißen sie ähnlich, ne? Das sind bei den Arbeitgeberverbänden sozusagen strukturell verwobene Bildungseinrichtungen. Und da ist hauptrangig sozusagen dieses Netzwerk Q4.0 im Grunde angesiedelt. Okay, das nur so weg, ganz kurz. Es geht also darum, wie kriegen wir neue Themen wie Datenanalyse zum Beispiel in die Köpfe der Ausbilderinnen und Ausbilder. Und jetzt schauen wir uns mal aus Sicht der Ausbilderinnen und Ausbilder zunächst einmal an, um was es eigentlich dann genau gehen kann. Macht ihr das schon? Was meinst du genau? Zum Beispiel Daten von Gästen analysieren? Muss man das in der Ausbildung denn machen? Ja klar, das ist doch nichts Neues. Ich sag mal nur Konsum 4.0. Konsum was? Du machst Witze. Ich wollte nur prahlen. Also, ich habe eine spannende Weiterbildung zur Datenanalyse von Gästebefragungen besucht und kann das jetzt. Das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Was ich auch nicht wusste, solche Dinge sind schon seit Jahren Ausbildungsinhalte im Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kauffrau und Kaufmann für Tourismus und Freizeit. Die Schülerinnen und Schüler analysieren den regionalen Markt ihrer Branche. Sie stellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Marktteilnehmer fest, indem sie Methoden und Instrumente der Marktforschung begründet auswählen. Sie begreifen gewonnene Daten als Grundlage für die Gestaltung des betrieblichen Leistungsangebots und erfassen die Bedeutung kundenorientierten Verhaltens für den Unternehmenserfolg. Ich wusste, ich brauche das Zitat nochmal irgendwann. Aber Spaß beiseite. Datenanalyse mit einer eigenen Gästebefragung ist wirklich machbar, ohne teure Software oder großes Rumprogrammieren. Dieses Wissen hilft uns selbst im Betrieb sehr bei der Berücksichtigung unserer Kundenwünsche. Und die Auszubildenden bringt es auch weiter. Recht hat die Ausbilderin. Der Fachinhalt Daten analysieren und auswerten ist nicht nur für die strategische Ausrichtung des eigenen Betriebes wichtig.
Ausbilderinnen und Ausbilder müssen diesen Fachinhalt auch in ihrer eigenen Ausbildungspraxis vermitteln. Das können sie natürlich nur, wenn sie beim Thema Bescheid wissen. Zum Glück gibt es dafür ein Weiterbildungsangebot des Netzwerkes Q4.0 für das Berufsbildungspersonal im Kontext der Ausbildung 4.0. Das Q4.0 Training wurde von der regionalen Koordinierungsstelle des Netzwerkes Q4.0 in MV Schwerin, die beim Bildungswerk der Wirtschaft angesiedelt ist, und Ausbilderinnen und Ausbildern aus dem Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam entwickelt und heißt Gästebefragung und Marktforschung in der Ausbildung einfach machen. Es ist passgenau auf die Bedürfnisse der Ausbilderinnen und Ausbilder zugeschnitten. Was wird gelernt? Im Training geht es darum, zunächst einmal die Bedeutung von Daten und deren Analysemöglichkeiten zu verstehen. Was kann man damit aus Unternehmensperspektive machen, beziehungsweise wo ist ein hoher betrieblicher Nutzwert? Es gibt viele Tourismusdaten, die man selbst schnell und einfach auswerten kann. Man muss nur wissen, wo sie es gibt. Selbst Daten erheben muss auch nicht schwer sein. Am Beispiel einer eigenen Online-Gästebefragung zeigen wir, wie das funktioniert und wie man mit wenigen Klicks zur Auswertung kommt. Alles mit kostenfrei nutzbaren Tools, die wir Ihnen auch zur Nutzung überlassen, damit Sie einfach gleich mit Ihrer eigenen Gästebefragung loslegen können. Hier bietet sich auch ein Projekt mit Azubis an. Wie das dazu passende Azubi-Projekt aussehen könnte, wird automatisch im Training mitentwickelt. Aber wie lernen Ausbilderinnen und Ausbilder im Netzwerk Q4.0? Ganz modern. Über die Netzwerk Q4.0 Lernplattform wird sowohl individuell als auch in der Gruppe und mit Trainerinnen und Trainern gelernt. In einem Praxislogbuch hält jede Ausbilderin und jeder Ausbilder wichtige Lernmomente selbst fest und dadurch entsteht automatisch eine Arbeitshilfe, mit der sofort nach dem Training das Gelernte mit Azubis geübt werden kann. Da freuen sich die Ausbilderin und der Ausbilder, dass sie so nutzwertorientiert gelernt haben. Sie haben jetzt das Fachwissen und gleichzeitig auch eine Schulungsunterlage für die eigene Ausbildungspraxis. Ist das Q4.0 Training nur für Ausbilderinnen und Ausbilder? Nein, alle, die berufsbildend tätig sind. Wie lange dauert das Training? Stundenumfang liegt eigentlich bei ca. 2 Trainingstagen, die sich aber durch die Kombination verschiedener Lernformate über ein paar Wochen verteilen, sodass nur stundenweise verteilt gelernt wird. Besonders praktisch, wenn man das Training in seinen Arbeitsalltag integrieren möchte. Interesse? Dann gleich anmelden. Anmeldeinformation. So, jetzt habe ich Sie alle wieder aus dem Videosessel sozusagen befreit. Mir war es wichtig, einfach dieses Video Ihnen zu zeigen, damit Sie so ein Gespür dafür nochmal bekommen, wo geht es sozusagen bei uns im Training hin, was sind so die Sachen, und dann wird natürlich ganz spannend zu sehen sein, wie wir Naim da genutzt haben. Hier vielleicht nochmal ganz kurz, hier ist die Verordnung zur Neuordnung der Ausbildung in Hotel- und Gastronomieberufen, und hier habe ich hervorgehoben, dass neuerdings diese Erhebungsmethoden zur Messung der Gästezufriedenheit sozusagen da eine ganz herausragende Rolle auch spielen und das prüfungsrelevant ist. Und das sind natürlich auch, sage ich mal jetzt, krasse Anforderungen an die Tourismusausbildung, denn was sich alles hinter diesen Erhebungsmethoden oder einer Gästebefragung im Grunde verbirgt, das ist schon ganz schön komplex, wenn es jetzt jenseits von irgendwelchen Prozentzahlen ist, aber das sind auch keine modernen Methoden der Marktforschung, sondern vielleicht alte, etablierte. Ne? Genau, also ja, im Grunde konnte ich zeigen, okay, wo wollen wir mit hin, was ist so das Ziel? Und wir haben uns im Bereich die Challenge gestellt, ja, wie schaffen wir es eigentlich, das Berufsbildungspersonal, das eben nicht daten- oder programmieraffin ist, beim Thema Gästebefragung und Marktforschung so zu ertüchtigen, dass es im Grunde auch wirklich in der Ausbildung vermittelt wird. Das ist für die Azubis auch ganz wichtig, weil sie ja im Grunde ja prüfungsrelevante Dinge im Praxistransfer aus dem Betrieb mitnehmen und unsere, sag ich mal, unsere Befragung in Mecklenburg-Vorpommern auch mit den entsprechenden Verbänden war eben, dass das Thema Gästebefragung, Marktforschung jetzt, sage ich mal, sowohl in der Schule, Berufsschule als auch im Betrieb jetzt nicht unbedingt auf Top 1 rangiert.
Ja, da haben wir es im Grunde so ein bisschen immer Design Thinking mäßig vorgegangen, ne? Also die Ausbilder wollen was Einfaches, ne? Sie wollen es auch im Betrieb durchführen und sie wollen eben Statistik handlungsorientiert haben, nicht und nicht irgendwie in akademischen Höhen verbleiben. Und was eben auch ganz wichtig ist, und da kommen wir schon zum ersten sehr großen Vorteil von, warum wir jetzt auf Lime gesetzt haben, weil man die Software eben kostenfrei im Unternehmen nutzen kann mit der Desktop-Anwendung und man kann sie also wirklich im unternehmerischen Kontext einsetzen. Es gibt verschiedenste schon Software im Bildungsbereich, die auch statistische Analysen und so weiter bieten, aber eben nicht sozusagen jenseits von pädagogischen Maßnahmen eingesetzt werden dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen, sind natürlich dann für die Unternehmen, meistens kleine mittelständische Unternehmen, dann uninteressant, ne? Also man wollte schon eine Lösung, mit der man gleich richtig im Betrieb dann auch loslegt. Ich habe das jetzt mal unter die Überschrift gepackt, bitte nicht kompliziert. Das ist so das Hauptbedürfnis. Was haben wir daher gemacht? Wir haben die Nine Portal-Version genutzt und haben im Grunde alles vorkonfiguriert, also diese Workflows, dann sozusagen das Working Directory, also im Grunde, dass man nichts mehr auch installieren muss. Man lädt sozusagen eine ZIP-Datei, in der, die muss man entpacken, nur noch auswählen, ja, hier ist das Working Directory fertig und dann ist schon alles da. Auch ein großer Vorteil ist, dass im Grunde Anmeldungen, Registrierungen entfallen oder nicht notwendig sind. Das ist auch für die Schulen ganz wichtig, weil im Grunde das Thema Datenschutz ein Riesenproblem ist, ne? Also es gibt ja viele Software, mit der man, sage ich mal, auch objektbasiert oder knotenbasiert irgendwelche Auswertungen machen kann, aber die wollen meist eine Anmeldung, Registrierung, wie auch immer. Und aufgrund der Lizenzbedingungen sind wir eben auch in der Lage, den Unternehmen zu vermitteln, dass sie eben eine Softwarelösung lernen, die sie auch selber sinnvoll im Unternehmen einsetzen können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ist es jetzt ein Problem aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen. Ne? Es gibt zum Beispiel Grafstadt von der Bundeszentrale für politische Bildung, die darf man zum Beispiel nur für Schulungszwecke kostenfrei einsetzen. Ne? Gut, und auch ein sehr großer Vorteil von Nime für uns war, dass man sehr nutzerfreundlich sozusagen das Frontend designen kann. Und ich zeige jetzt mal so einen Einblick in den Prozess. Das war so ein, ja, so ein Dashboard, wo wir, oder so ein Workflow, wo wir im Grunde relativ am Ende sozusagen in der Zusammenarbeit mit SAM hatten, ne? Und wie man da sieht, das sind ganz viele Knoten, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da war eben die Rückmeldung unserer Testerin, ne, das ist ganz schön kompliziert. Ne? Die müssen neue Software lernen, vieles ist auf Englisch. Node, was soll das sein? Also das sind alles Sachen, die für Fachfremde sowieso schwierig sind und dann ist sag ich mal, dieses Bild doch sehr überkomplex, ne? Obwohl es ja nicht falsch ist und alles richtig, aber es ist doch überkomplex. Und nach langem Feilen hin und her haben wir das überarbeitet. Und das, ich weiß nicht, ob man es jetzt in Gathertown gut sieht, aber es ist in der PowerPoint drin. Da kann man es mal ansehen, reinzoomen, ne? Also im Grunde, was man hier sieht, ist so eine Art, ja, sehr vereinfachter Workflow, wo Schritt für Schritt im Grunde erklärt wird, wir orientieren uns ja ein bisschen am Prozess der Datenwertschöpfungskette, was für Schritte zu tun sind und wie man quasi Daten von Windows nach Nime schiebt und so weiter. Das kann man hier alles nochmal lesen, es wird auch alles mit den Teilnehmern geübt und das ist jetzt doch mal viel unterkomplexer als vorher. Und das ist so ein Einblick auch in so ein Dashboard-Analyse. Ne? Also gerade so Boxplots für Leute, die im Datenbereich sich auskennen, ist es natürlich eine Grafik, die kennt jeder. Das ist aber auch nur in dieser Community der Fall. Also in der Ausbildung sind solche Grafiken in der Regel nicht angekommen. Und das ist natürlich für die Ausbilderinnen und Ausbilder ganz toll, dass im Grunde da zum Beispiel auch mit so einfachen Sachen richtig was auch bei der Interpretation mit den eigenen Unternehmensdaten rausholen können. Hier noch ein kurzes Ergebnis. Also wir haben den ersten Test gemacht mit sieben
Ausbilderinnen und Ausbildern und was eben ein sehr erfreuliches Ergebnis. Alle haben sozusagen überlebt, also haben das Training durchgehalten und ich sag mal so, da waren eben auch Nutzerinnen oder Nutzer dabei. Da war schon das Entpacken eines ZIP-Archivs eine Challenge und wir haben sie gemeistert zusammen. Und ja, man sieht ganz deutlich, dass im Grunde nach dem Seminar die Zustimmung eben sehr hoch ist, dass man datenbasiert entscheiden, kommunizieren kann. Und wenn man es als, und vorher konnte es eben nicht. Und das ist immer so ein Riesenproblem in der Berufsausbildung, dass teilweise Kompetenzen verlangt werden, die eben das Berufsbildungspersonal selber gar nicht hat. Und hier haben wir sozusagen schön vorgelegt, okay, das war Projektziel, wir wollen die Ausbilderinnen, Ausbilder, Berufsbildungspersonal ertüchtigen. Das ist ganz gut gelungen und ich habe so ein bisschen Einblick gegeben, warum NIME für uns da so wichtig war und so eine Schlüsselrolle eben auch gespielt hat. Falls Sie sich für das Training interessieren, also wie gesagt, es richtet sich an das Berufsbildungspersonal, habe ich nochmal, es gibt verschiedene Trainingstermine, sind alle kostenfrei dank BMBF-Förderung. Hier steht das oder auch das künftige Berufsbildungspersonal und wichtig ist nur, dass die Teilnehmer aus Deutschland stammen, das hat förderliche Hintergründe. Wer da Zweifel hat oder Nachfragen, kann mir aber auch mal eine Mail schreiben, können wir gucken, was wir da machen. Und genau, und nur werde ich aufgrund gesundheitlicher Gründe diese Woche keine Mails beantworten, aber falls da Fragen sind oder so, gerne per Mail. Zum Weiterlesen habe ich hier noch, und das ist ganz witzig, in der Zeitschrift für Erwachsenenbildung aus Österreich gibt es sozusagen noch Hintergründe zum Netzwerk Q4.0 und unten der, sag ich mal, der ausführliche Artikel zu dieser Präsentation mit ganz, ganz vielen Hintergründen zur Fachdidaktik, aber damit wollte ich Sie jetzt in dieser kurzen Zeit auch nicht zu sehr überfrachten. Und ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in das Thema geben und bin jetzt auch noch kurz gern auch für Rückfragen, Nachfragen bereit und würde mich danach aber wieder dann ausklinken. Ich danke für Ihre Durchhaltevermögen. Vielen Dank für die Präsentation. Trotz des Gesundheitszustands oder Krankheitszustandes, gibt es denn Fragen hier im Publikum oder online? Wie wurden die Daten erhoben? Fragt. Ja, genau. Also die wenigen Fragen führe ich natürlich darauf zurück, dass ich das so umfassend gut erklärt habe. Jetzt die Frage der Datenerhebung. Es ist so, dass wir eine Musterbefragung erarbeitet haben und im Grunde die dann durchüben, durchspielen, wenn man das so will. Und das ist die... Und per die Online-Einsammeln der Fragen, da ist ein Vorschlag, es über Google zu machen. Da haben wir eine Musterbefragung vorbereitet. Die Teilnehmer können es aber auch über Microsoft Forms machen oder was. Aber, oder ein anderes Programm, da müssen sie sich halt entsprechend an die Fragestellung halten, weil das sonst mit der Datenverarbeitung dann schwierig wird. Sie können es auch per Paper-Pencil machen. Also manche Betriebe machen das per Paper Pencil eben, also per Stift und Papier viel lieber. Und dann ist es aber so, dass wir im Grunde empfehlen, es über eine Eingabemaske zu machen. Da muss halt der Azubi das dann empfehlen wir auch, einfach über Google die Eingaben zu machen. Vielleicht ein Hintergrund, der ist ganz wichtig, wir erheben bei dieser Befragung keinerlei personenbezogene Daten, damit die Ausbilder und Ausbilder nicht auch noch jetzt diese Hürde meistern. Ne? Also sobald man mit personenbezogenen Daten anfängt, wird die Komplexität, und das merkt man ja jetzt vielleicht schon, das, was da in der Ausbildungsordnung gefordert wird, ist ein dickes Brett, wenn man überhaupt keine großen Programmier- oder Statistikkenntnisse hat, ist es schon eine Herausforderung. Und wenn man dann auch noch personenbezogene Daten auch noch erheben würde, dann würde das Ganze einfach die Sache also richtig sprengen. Und deshalb haben wir sozusagen die Befragung ohne personenbezogene Daten gelöst, also mit Altersklassen gearbeitet, ne? Und solchen, also jetzt nicht mit dem Alter, sondern Altersklassen und so, dass da eine gewisse Anonymisierung einfach auch
dann gewährleistet ist und dass man da im Grunde bei der Schwellenwertanalyse der Datenschutzgrundverordnung nicht gleich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Genau, was war noch im Chat? Genau, Sie lernen auch über das Design der Fragen. Wir klären den schon, warum wir diese Fragen stellen, aber es sind im Grunde, ich glaube, sind wir in 10 Stunden durch. Also wir machen sich ein ganz kompakt Blended Learning, also bedeutet, dass man auch ein bisschen online, da hört man zum Beispiel die Saskia in Erklärvideos, dass da sozusagen ein bisschen Grundlagen, einfach Statistik gegeben wird und dann wird es nochmal im Seminar aufgegriffen, nochmal ein bisschen, sag ich mal, die Komplexität eingedampft und dann wird vor allem mit NIME und dem Workflow auch geübt. Und was so die Erfahrung einfach ist, dass dieser Workflow sehr gut im Grunde für Anfänger geeignet ist. Ne? Also die, ne, der erscheint ja, wenn ich das Programm NIME, ich habe das alles vorkonfiguriert, ich muss nur entpacken und eben starten und den Ordner auswählen und das war's und alles ist installiert, alles ist schön und man muss wirklich nur noch die Anleitung da befolgen und das ist sozusagen, ja, der große Mehrwert auch, sag ich mal, dieser Portable-Version, dass man noch nicht einmal installieren muss. Ne? Der Workflow ist im Gnome Hub nicht verfügbar, er wird aber im Rahmen des Netzwerks Q4.0 allen gratis zur Verfügung gestellt zur weiteren Nutzung, die eben auch unser Training besuchen, das auch kostenfrei ist. Da war eben die Frage, ne, ob der Workflow im Gnome Hub verfügbar ist, also das ist er nicht, das kann noch sein, wenn das Netzwerk mal zu Ende geht, aber sozusagen die Logik des Netzwerks ist ja auch, dass wir die Ausbilderinnen und Ausbilder ertüchtigen und die sollen sozusagen mit uns gemeinsam lernen und sie bekommen es ja dann auch gratis alles, ne? Aber das ist so momentan der Weg. Vielen Dank für die Präsentation. Wir wünschen gute Besserung auf jeden Fall und genau, also falls im Nachhinein noch Fragen kommen, da rechts neben der Bühne sind auch die Slides, die kann man dann auch runterladen von allen 4 Präsentationen übrigens. Und da sind dann auch die Kontaktdaten. Dann auch hallo von meiner Seite. Ich halte jetzt einen kleinen Vortrag über meine Bachelorarbeit. Das Thema war in die Konzeptionierung und Implementation eines Data Mining Prototyps für das Gastgewerbe. Erst einmal nochmal zu mir. Mein Name ist Saskia Brech, ich bin 22 Jahre alt. Habe jetzt ganz frisch, also wirklich im Februar, meinen Bachelorstudiengang in Data Information Science beendet, fange jetzt auch mit dem Master an in Digital Science, im eben Schwerpunkt Data Information Science und habe zusammen mit SMH Analytik eine Bachelorarbeit geschrieben, die ich jetzt einfach ein bisschen genauer eben erklären möchte und dann auch direkt zeigen möchte. Das Konzept der Bachelorarbeit war erstmal eben, dass innerhalb des Gastgewerbes viele Datenmengen nur teilweise oder eher gar nicht wirklich verwertet werden, was, wie wir auch gehört haben vom Herrn König, daran liegt, dass erst seit ein paar Jahren das eben Bestandteil der Ausbildung ist und vorher eben nicht wirklich mit reingenommen worden ist, aber auch eben viele, vor allem Familienbetriebe, auch Personen beinhalten bzw. beschäftigen, die gar nicht diese Art von Ausbildung hatten, sodass eben vor allem Datenanalyse schlichtweg kein typisches Thema ist. Demnach soll eben ein Prototyp entwickelt werden, der das ein bisschen aufholen kann. Wichtig dabei war eben, dass eine Plattform genutzt werden sollte, die einen simplen Prototypen erstellen kann. Das heißt, es sind keine weitgehenden theoretischen und vor allem statistischen Kenntnisse notwendig, was vor allem daran liegt, dass man eben nicht wollte, dass eine komplette Schulung zum Beispiel dahinter getätigt werden muss und dass eben jede Person im Gastgewerbe das anwenden kann. Dafür sollen dann eben so die gängigsten Data Mining Methoden beinhaltet werden, dass die Klassifikation, die Regression, das Clustering und Assoziationsanalysen. Genau, die Ausgangssituation war eben die folgende, dass das als Projekt zunächst geplant war, sich dann aber eben als Bachelorarbeit ergeben hat und sozusagen wie eine Art Folgeprojekt zu dem Projekt, was wir vorhin von Herrn König gehört haben. Und bei dem hat sich vor allem sehr stark gezeigt, dass doch der Wissensstand innerhalb des Gastgewerbes sehr unterschiedlich ist. Wir hatten zum Beispiel die Schulung auch immer wieder ein bisschen neu anpassen müssen, da einfach diese ganzen statistischen Grundkenntnisse teilweise nicht vorhanden waren. Und deswegen sollte das ein bisschen geändert werden, sodass eben das Thesispapier zwar
statistischen Hintergrund gibt, aber eher wie so eine Art Add-on genutzt werden kann. Heißt, wenn man sich damit auskennt oder noch weitergehend aus, halt die Erfahrung sammeln möchte, kann man dieses Thesispapier benutzen, eben da durchlesen, wie eigentlich verschiedene Modelle überhaupt antrainiert werden, welche Algorithmen vorhanden sind und eben auch, wie man es anpassen könnte, wenn man es möchte. Und dann auch entsprechend mit seinen eigenen Daten dann ein bisschen genauer den Prototypen einfach anpassen kann. Apropos Daten, die Datensatzerstellung musste ich selbst erstellen, was vor allem daran lag, dass eben kein bestimmtes Gastgewerbe genutzt werden konnte. Es gab eben diese Ausbildungsstätte für Ausbildende, dahinter steht aber eben kein Grundgastgewerbe und da wurden einfach zwei Datensätze, die von Kegel kamen, aus dem spanischen Raum, weil das die einzigen Datensätze so in dem Gebiet waren, die es gab, genommen. Liegt vor allem am Datenschutz, den wir haben, dass es nicht so einfach war. Und basierend auf dem und nochmal eigenen Variablen habe ich dann einen eigenen Datensatz erstellt, eben mit Python. Der ist noch extern, könnte aber ganz einfach, vor allem jetzt mit der neuen Lime-Version, auch mit eben iNode direkt reingefügt werden und dann kann man es auch machen. Aber im Sinne der Bachelorarbeit war es natürlich sinnvoller, das zu tauschen, auseinanderzuhalten, da es aufgrund der Abgabe sonst nicht funktioniert hätte. Und am Ende sind eben drei Tabellen entstanden, eine für die Buchungen, eine für die Kundinnen und einmal eine für die Räume. Und ich würde dann einmal das Ganze eben in Lime einmal zeigen. Genau. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. So, jetzt sieht man es. Genau, ich zeige das einmal besser mit der Maus. Zunächst werden eben hier alle CSV-Dateien eingelesen. Das ja. Kannst du nochmal den Screen teilen auf dem Kanal von Denime, maybe? Was? Das zeigt nur die Folie leider. Aber nochmal kurz freigeben. Ich übertrage den ganzen Bildschirm einfach. Ja, perfekt. Super. Genau, also hier werden erstmal die drei CSV-Dateien eingelesen. Die Aufteilung erfolgte deswegen, da eben vor allem durch diese eigens erstellten Variablen eben für jeden Raum sozusagen alle Informationen vorhanden sein mussten, für jede Kunden. Kartei musste sozusagen alle Informationen vorhanden sein und auch für die Buchungen. Und diese werden dann eben in diese Komponente überführt. Da drinne ist dann erstmal eben die Verarbeitung der Analyse und es wird ein Logo eingefügt, was man hinter dem Dashboard sieht. Das werde ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Und für die Verarbeitung, für das Logo erstmal genau, wird sich dazu entschieden, das sozusagen als Tabelle einzufügen, dass man es ganz einfach eben über diese Interactive View auch eben anordnen kann. Dann kann man sich aussuchen, in welcher Ecke das erfolgt. Und so können wir unser Logo ganz simpel einfügen. So. Danach mussten die Tabellen erstmal zusammengefügt werden, damit man eben besser damit umgehen kann. Für die Datensatzerstellung war es eben sinnvoller, das als drei Tabellen zu haben. Für die weitere Auswertung sollte es aber eben in einer Tabelle vorliegen. Das erfolgt dann hier über die Joiner. Und anschließend wurde eben vorverarbeitet. Genau. Grund für die Vorverarbeitung war vor allem, dass mit der Datensatzerstellung ganz speziell darauf geachtet worden ist, dass gängige Fehler mit drin sind. Also so typische Fehler wie, es sind Geburtstage drin, die von 1700 oder ähnliches sind, waren einfach als typische Fehler drin, oder dass auch manche Reihen doppelt drin waren, die werden dann eben auch hier mit rausgefiltert, mit dem Duplicate Row Filter. Auch, dass eben große Ausreißen mit drin waren. IDs wurde eben dann mit berücksichtigt und dann jetzt innerhalb von Lime eben rausgefiltert, damit eben auch, wenn realistische Daten, also echte Daten kommen, das direkt eben auch mit abgedeckt werden kann. Anschließend gab es dann noch eben die Typ-Konvertierung, was vor allem daran lag, dass wenn man es je nachdem, wie man es mit Python erstellt hat oder auch mit einem anderen Tool öfter mal vor allem Null-Werte als Strings, also dann steht Null im String drin, mit eingelesen werden. Die werden eben hier einmal in richtige fehlende Werte umgewandelt und anschließend mit dem Missing Value-Knoten dann entsprechend damit umgegangen. Heißt, bei numerischen Werten wird dann der Mean genommen und bei Strings wird dann entsprechend die Reihe gelöscht, weil sonst nicht mehr weitergeht, damit umgegangen werden könnte.
Genau. Am Ende wird dann noch eine eigene Variable hinzugefügt, die sich einfach daraus ergeben hat, wenn die Buchung, der Raum der Buchung, der gleiche Raum war, der auch am Ende zugeteilt worden ist. Nach der Vorverarbeitung wurde dann die ganze Tabelle übergeben, sodass eben eine deskriptive Statistik sozusagen angewandt worden ist, also die gängigsten Kennzahlen, was die Lagemaße und die Streuungsmaße angeht, wurden dann dargestellt. Dafür wurde der Statistiknoten angewandt, während eben entsprechend in der Table View dann hinterher auch im Dashboard angezeigt werden kann. Und für noch die gängigsten Variablen, die ein bisschen visueller sein sollten, wurden dann eben auch noch Donut-Charts verwendet. Genau. Das alles wurde dann natürlich auch auf die bereits gesagten vier ausgewählten Data Mining-Verfahren angewandt. Also die sieht man eben hier, Entscheidungsbäume für die Klassifikation, die Regression, in dem Fall eine lineare Regression, das Clustering und die Assoziationsanalyse. Beim Entscheidungsbaumverfahren haben wir uns für verschiedene Fälle überlegt, die eben untersuchen, wann eine Stornierung gecancelt worden ist, also wann eine Buchung storniert worden ist. Dafür wurde dann entsprechend erstmal gefiltert, heißt nur alle Spalten jetzt in dem Fall für die Buchungen wurden berücksichtigt. Das heißt einfach wichtige Faktoren, die in einer Buchung dazu führen könnten, dass eben eine Buchung storniert wird, wurden wir mit reingenommen. Für den Entscheidungsbaum ist es sehr wichtig, dass alle Werte als Strings vorliegen für dieses Wegeset. Entsprechend mussten alle numerischen Werte eben auch zu Strings umgewandelt werden, damit der Entscheidungsbaum das ein bisschen besser darstellen kann in dem Fall. Und danach wurde eben nur Trainings- und Testdaten aufgeteilt. Der Entscheidungsbaum wurde trainiert und dann eben mit dem Prediktor wurde dann geschaut, wie gut der Entscheidungsbaum performt. Das heißt, man hat das Modell angewandt und dann eben auf die Testdaten angewandt, um den Scorer dann eine Accuracy bekommen, die dann auch hinterher im Dashboard dargestellt wird. Und das wurde entsprechend dann eben für verschiedene Fälle gemacht, die dann alle drei im Dashboard dargestellt werden. Ja. Für das Clustering habe ich ein K-Means-Verfahren benutzt. Hierfür war es eben auch erstmal wichtig, auf die Spalten zu filtern, die verwendet werden sollten und wieder aufzuteilen in Trainings- und Testdaten. Und vor allem bei K-Means war es wichtig, auch wenn vorher Ausreißer aussortiert worden sind. K-Means ist sehr anfällig für Ausreißer, weshalb eben hier nochmal eine Normalisierung stattfindet. Die Normalisierung muss auf den Trainingsdaten stattfinden und muss nachher sozusagen auf die Testdaten angewandt werden. Das heißt, man kann nicht die Test- und die Trainingsdaten voneinander losgelöst normalisieren, sonst könnte man es auch streng genommen sein lassen mit dem Clustering, weil einfach dann die Normalisierung nicht mehr übereinstimmt. Genau. Nachdem normalisiert worden ist, wurde eben dann das Modell gebaut, was dann eben auch mit dem Cluster Assigner dann wieder angewandt worden ist und die Vorhersagen und dann auch hier ein Scatterplot, was eben mit dem PCA erstmal dimensionsreduziert worden ist, findet man dann eben auch im Dashboard. Moment, das ist das falsch. So, dann noch die Regression. Ja. Regression auch wieder ähnlich. Es wird wieder auf die Spalten gefiltert, die verwendet wurden. In dem Fall wurde noch auf alle Reihen gefiltert, dass wirklich nur die Übernachtungen berücksichtigt werden, die auch wirklich stattgefunden haben. Heißt, alle, die storniert sind, wurden dann nicht mehr berücksichtigt. Das Modell wurde auch wieder trainiert und hinterher mit dem Regression Predictor eben angewandt. In dem Fall habe ich dann noch eine Komponente gebaut, die das R-Quadrat hier ausrechnet, sodass man eben auch, auch ein Gütemaß hat, was hinterher eben so ein bisschen zur Qualitätssicherung entsprechend auch mit ausgegeben werden kann. Und hier erfolgt dann eben die Vorhersage, die dann auch wieder im Dashboard dargestellt wird. Und am Ende sind eben auch die vorhergesagten Daten mit den tatsächlichen Daten in einem Scatterplot dargestellt. Zuletzt erfolgte eben auch noch die Assoziationsanalyse. Die war ein bisschen, sag ich mal, komplex und eigener, da man eben mit der Rule Engine erst einmal alles richtig vorsortieren musste. Also man musste allen numerischen Werten sozusagen einen semantischen Kontext geben, heißt wirklich einmal darstellen, wofür das jeweils steht und danach eben die Werte einmal zusammenfügen und in ein
in ein Listenformat umwandeln, so dass der Association Rule-Learner eben damit umgehen konnte. Dann wurden entsprechend die Regeln erstellt, sie wurden übergeben und auch wieder in einer Table View dann dargestellt. Das ergibt dann am Ende... dieses Dashboard. Ja. Das lädt gerade ein wenig. So, jetzt haben wir es. Genau. Da sieht man erstmal eben die zuvor erstellten Donut-Charts. Und dann eben die gängige Datenbeschreibung mit den wichtigsten Lage- und Streuungsmaßen. Und dann sieht man zum Beispiel den ersten Entscheidungsbaum, in dem Fall für die Buchungen. Hier kann man eben noch weiter ein- und ausklappen, was ganz gut ist, wenn man sich noch weitere Details anschauen möchte. Man hat auch immer eben die entsprechenden Werte zu den Entscheidungsbaum, vor allem auch das Gütemaß, was hier ganz wichtig ist. Genau, für die Regression in dem Fall waren die Daten eben nicht sehr signifikant, deswegen sieht das hier so ein bisschen eigen aus. Wird das eben auch dargestellt mit den jeweiligen Kennzahlen dazu. Das Clustering wird dargestellt, wo die einzelnen Cluster eben dann farbig dargestellt würden, sodass man eben auch erkennen kann, wie sich die Cluster selbst verhalten und zum Beispiel einfach Kundinnen besser für eine Werbeansprache ansprechen kann. Und bei der Assoziationsanalyse wurde eben hier zum Beispiel geprüft, wann welche Sonderleistungen bei welchen Zimmern gebucht wurden. Genau. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn jetzt Fragen sind, ich gehe mal rüber, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Vielen Dank für die Präsentation. Super spannend, mal so ein, mal wieder ein anderer Blickwinkel. Gibt es denn Fragen im Publikum? Eine Frage? Ja, wie bringt man sich das bei, das Ganze, was du gezeigt hast, also das, welche Workmann nennt sie die bei einem Fachwerk nicht dabei? Gibt es auch Online-Tutorials oder gibt es eben die Composing-Massen? Ich wiederhole die Frage ganz kurz, falls das Mikrofon das heute nicht aufschnappt, und zwar war die Frage, wie man quasi das lernt, also wie man Mime lernt und die Plattform zu benutzen. Ich gebe die Fragen an dich weiter und möchte dich fragen, also ich kann gern später noch was dazu sagen, aber wie hast du Mime gelernt? Ich bin zu Mime gekommen durch das Projekt, das der Herr Wolfgang König vorgestellt hat. Das haben wir einfach bei uns in der Beratung ausgeschrieben gehabt. Und jemand, den ich kannte, hat schon mit Mime gearbeitet und war so, das ist das für dich, du studierst auch was mit Data Science, mach das mal, weil es ist einfach, es ist simpel und du kannst die ganzen Sachen, die du kennst, benutzen, also anwenden und gleichzeitig zum Beispiel auch Python entwickeln und so weiter. Dann haben wir uns einmal ein bisschen zusammengesetzt, er hat mir ein bisschen was gezeigt und dann gibt es eben auch online riesige Folien, die man sich anschauen kann. Also es gibt eben die Online-Kurse, die man machen kann, wo man sich alles beibringt. Es gibt den großen Mime-Hub, wo man wirklich unzählige Workflows zum Beispiel findet, auch Erklärungen. Zum Beispiel mit dem R-Quadrat gab es dann eben auch einen Forumbeitrag, weil sich dann mehrere Personen gefragt haben, wie kann man eigentlich da ein Gütemaß gut mit reinbringen. Also da gibt es Mime-Hub, Forum, Slides, alles Mögliche. Ja, ich hätte es fast nicht besser beantworten können. Eigentlich hast du jetzt alles aufgezählt, was wir so haben. Hast du auch YouTube, also einen YouTube-Account auch? Soll ich noch sagen, wir haben noch einen großen YouTube-Channel, also einfach Mime.de. Genau, wir haben das Forum, wir haben das Mime Hub, wo man sich super viel austauscht, wir haben unseren Mime Blog. Ja, ich persönlich finde auch die Videos super. Wir haben Bücher, wir haben die Mime Press, habe ich ja vorher mal kurz erwähnt. Und wir haben noch ein Journal auf Medium, also es gibt unglaublich viel. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Stärke, dass wir so eine große Community haben und eigentlich zu allem irgendwie irgendwo ansatzweise eine Antwort bekommt oder sogar die Antwort. Und wenn nicht, gibt es zum Glück ganz, ganz viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen,
auf die man zurückgreifen kann. Ja. Die YouTube-Videos kann ich vor allem empfehlen, wenn man ein bisschen mehr dahinter blicken möchte. Also zum Beispiel für den Entscheidungsbaum wurden dann die einzelnen Algorithmen wirklich auch nochmal erklärt. Was halt vor allem für meine Arbeit ein bisschen praktisch war, zu sehen, nicht nur, dass ich wusste, welche Algorithmen das sind, sondern wie sich auch eben das verhält innerhalb von Nein. Also dass man wirklich sieht, so, es gibt halt die Einstellungsmöglichkeit, welche man verwenden möchte. Und entsprechend verhält sich das ein bisschen anders. Und das wird eigentlich mal perfekt erklärt und eben auch gezeigt. Und das kann ich sehr empfehlen, wenn man ein bisschen tiefer greift und sich das alles mal anschauen möchte. Okay. So, ja, noch eine Frage im Chat. Wie lange hast du für die Erstellung des Workflows gebraucht? Hast du zuerst den Workflow gebaut und dann die Bachelorarbeit geschrieben oder lief das parallel? Das lief relativ parallel. Ich habe sozusagen den theoretischen Teil erstmal vorbereitet, um überhaupt zu wissen, was genau ich machen möchte, und habe dann zum Beispiel die Algorithmen, welche verwendet werden müssen oder verwendet werden können vielmehr, mir alle angeschaut und dann immer simultan dazu geschaut, wie kann ich das gerade in Line machen. Also die Sachen, die ich schon kannte, habe ich dann zum Beispiel vorbereitet. Und jetzt beim Entscheidungsbaum habe ich dann eben zum Beispiel das YouTube-Video einmal geschaut und mir dann angeschaut, okay, wenn ich die und die Einstellung mache, kann ich die Theorie, die ich gerade sozusagen mir angelesen habe, auch tatsächlich umsetzen. Genau. Gut. Haben wir noch Fragen im Publikum? Sieht gut aus. Dann vielen Dank. Ich würde sagen, auch im Hinblick auf die Zeit noch mal gerade weiter mit Florian. Hallo zusammen, ich bin der Florian Manger und ich arbeite bei XCQ seit 5,5 Jahren und habe auch seit 5,5 Jahren Nime im Einsatz. Ich werde euch heute zeigen, wie ich eine Artikeldaten-App gebaut habe, also eine Data-App, die über das Webportal ausgeführt wird, die verwendet wird, um Artikelstammdaten abfragen zu können. Doch zuerst will ich ein bisschen was zu unserer Abteilung erzählen. Unsere Abteilung ist 2013 entstanden mit der Mission, wir sind ein zentrales Team für Webanalyse. Wir haben uns damals auf die Online-Shop-Analyse fokussiert und haben als technologischer Partner unser Tracking zum Beispiel entwickelt. Seit 2015 ist die Abteilung gewachsen und wir haben weitere Themenbereiche hinzugewonnen, wie zum Beispiel die Logistikanalyse oder aber auch das Forecasting, wo wir zum Beispiel Umsätze und Traffic forecasten. Seit 2020 gab es dann eine Neustrukturierung in unserer Abteilung, wo wir dann innerhalb von der XXLutz-Gruppe als zentrale BI- und Data-Analytics-Abteilung aufgetreten sind und sowohl online als auch offline Filialen mit Daten versorgt. Heute sind wir 17 KollegInnen in der Abteilung, verteilt über 4 Standorte. Würzburg, München, Barcelona und Wien. Unter diesen 17 Kollegen gibt es 2 Teams. Das ist zum einen Online Analytics und Logistic Analytics. Und wir haben 2 Spezialgebiete, wo sich jeweils eine Person drum kümmert. Das ist Pricing Analytics und Customer Data Analytics für uns. Wir haben ein sehr breit gefächertes Toolset, was wir einsetzen. Zum einen haben wir AdVerity, wir haben Analytics, Google Analytics 360, wir haben BigQuery im Einsatz und einen Microsoft SQL Server, wo wir die meisten unserer Daten speichern. Dann, was verwenden wir, um die Daten dann weiterhin zu verarbeiten, ist ebenfalls wieder AdVerity, dann kommt auch Nime in Einsatz. Wir haben RStudio, Python und SQL Server. Dadurch, dass wir so viele Kollegen sind, hat jeder ein bisschen seine eigenen Skills mit ins Team gebracht, wo sie sich dann auch in gewisser Weise ausleben konnten und ihre bisherigen Kenntnisse mitnehmen konnten und es anwenden dürfen. Zur Visualisierung verwenden wir ebenfalls wieder AdVerity. Wir haben seit neuestem auch die Nime Data Apps im Einsatz. Wir haben Google Analytics 360. Wir haben Google Data Studio, was jetzt Looker Studio heißt, und wir haben Power BI. Okay, zu meiner Artikeldaten-App. Da gab es gewisse Voraussetzungen. Und zwar gibt es in der Gruppe schon ein System, das eigentlich genau die Task erledigt. Allerdings sind wir damit relativ unzufrieden und wollen es deshalb ablösen. Deshalb gibt es schon einen gewissen Grundstock an Anforderungen, was wir mit dem Tool auch lösen
müssen, wollen. Die Nutzer sollen dann über innerhalb dieser Data-App Filter verwenden können, um ihre Artikelstammdaten nach gewissen Kriterien eingrenzen zu können. Außerdem ist eine Anforderung, dass gewisse Nutzer auch nur die Daten sehen dürfen, zu denen sie auch berechtigt sind. Das heißt, ich muss irgendwie eine Security mit in die Data-App einbauen. Dann für mich noch interessant und wichtig, ich will im Laufe der Zeit nachverfolgen können, wie oft wird die verwendet. Hat sich mein Aufwand gelohnt, um diese App zu entwickeln? Und kann ich da noch weitere Zeit reinstecken? Als erstes Anwendergebiet haben wir klassifiziert unser Category Management und unseren Einkauf. Warum habe ich mich dazu entschieden, dass ich eine Data-App baue und kein Dashboard? Wir können sehr gut mit Dashboards Daten visualisieren, aber oftmals ist es halt dann doch auch so, dass man gar nicht so wirklich die Visualisierung braucht, sondern einfach nur eine Liste bräuchte, mit der man dann weiterarbeiten kann, weil man aus einem anderen System noch Daten hat, die man dann gegebenenfalls da wieder dran scheuen kann. Außerdem, dadurch, dass ich mich dann von diesem Dashboard lossage, bin ich frei in der Gestaltung der Liste. Das heißt, ich kann mit Name Notes genau definieren, wie soll die Liste dann rauskommen für den Anwender. Und außer einer Vorschau wird eben bei mir keine Visualisierung nötig. Und letzten Endes sollen die Nutzer einen möglichst einfachen Zugriff auf eine Datenbank erhalten, ohne sich mit der Datenbank groß auseinandersetzen zu müssen. Das kann ich mit der Data App sehr einfach gestalten. Ich werde jetzt im Folgenden dann darauf eingehen, wie der Nutzer mit dieser Data App im Webportal interagieren kann. Der Zugang ist eben bei uns im Firmennetz nur möglich und erfolgt dann über den Browser und über das Webportal. Nachdem der Nutzer sich eingeloggt hat, sieht er dann auch nur die entsprechenden Data-Apps oder Schedules, falls er berechtigt sein sollte, für die er Zugriff eben hat. So, nachdem der Nutzer dann auf diesen gelben Pfeil klickt, um die Data-App zu starten, wird im Hintergrund bei mir ein Security-Check ausgeführt. Und zwar benutze ich die Extract Context Property Node, um abzufragen, welcher Nutzer verwendet gerade die Data App. Ich habe die Nutzernamen bei uns so gelegt, dass es mit dem Active Directory übereinstimmt und kann dann eine Datenbank abfragen, wo die Freigaben der Nutzer drin steht mit dem entsprechenden Active Directory Eintrag. Und dann schaue ich das Ganze quasi und habe dann in meiner Datenbankabfrage gleich zu Beginn schon diese Einschränkungen mit drin dabei. Es ist aber so, manche Nutzer, inklusive mir, haben eigentlich gar keine, haben diesen Active Directory Eintrag gar nicht. Dafür habe ich dann eine Ausnahme gebaut, das ist dann unten diese Case-Schleife. Okay, so, und dann hatte ich ja erzählt, ich möchte auch nachverfolgen können, wie was genutzt wird. Und zwar habe ich mir dann eine Component oder Metanode, es ist ein bisschen tricky, was ich jeweils verwende, gebaut, wo mir quasi ausliest, okay, welcher Nutzer verwendet gerade die Data, zu welcher Uhrzeit. Und dann habe ich mit, warum ich eine Component initial gebaut habe, habe ich dann eben diese String-Inputs, wo der Nutzer, der den Workflow baut, dann definieren kann, okay, ich habe jetzt die Data-Artikel-Daten zum Beispiel. Und dann kann er, wenn er es für seinen Workflow verwenden möchte, einfach über das Interface eingeben einen Data-App-Namen und einen Event-Namen, der gefeuert werden soll. Und anschließend mache ich einfach einen Einzeiler in eine Datenbank und kann es dann nachverfolgen. So, das sieht da alles der Nutzer nicht. Was der Nutzer sieht, nachdem er auf Ausführen klickt, ist so eben dann die Web-Oberfläche. Da werde ich euch jetzt im Einzelnen durchführen, wie ich das Ganze dann gebaut habe. Und zwar habe ich, nachdem eben diese Security abgedeckt wird und das Tracking gefeuert wird,
dann meine ersten gröbsten Filter. Und zwar dadurch, dass wir die Lutz-Gruppe sind, haben wir verschiedene Schienen, also zum Beispiel auch Möbelmax oder Möbelix, und Länder, auf denen gefiltert werden kann. Außerdem haben wir gewisse Sortimentsklassifizierungen. Da habe ich auch den gröbsten Filter gemacht. Das mache ich am Anfang direkt, sodass ich die Datenbankabfrage nicht unnötig groß baue. Anschließend bestätigen, wenn der Nutzer das dann angepasst hat, lasse ich es ihn über einen Button bestätigen, sodass nicht automatisch bei einer Wertveränderung die Datenbank abgefragt wird. Sprich, über diesen Refresh, erst über diesen Refresh starte ich dann die Datenbankabfrage. Anhand der Filter baue ich mir dann mit Java Snippets und GroupWise meine Where Clause für mein SQL Statement. Das heißt, ich habe dann einfach stehen Where Shop oder Where Land in Deutschland, for example. Genau. Dann habe ich mit der Data App den Luxus, dass ich dem Nutzer erlauben kann, dass er sich gewisse Spalten auswählen kann, die er für seine Auswertung benötigt. Das heißt, ich habe dann in meinem ersten Query Reader frage ich dann einfach nur eine Zeile ab, aber habe alle Spalten dabei, und dann kann ich über das Column Filter Widget dem Nutzer die Möglichkeit geben, die Spalten eben auszuwählen. Anschließend baue ich mir dann im Folgenden die SQL-Abfrage, um dann meine erste große Datenbankabfrage zu machen, wo dann basierend auf den vorherigen Filtern und den Columns, die der Nutzer ausgewählt hat, der Grundstock an Daten geladen wird. So. Dann biete ich dem Nutzer noch die Möglichkeit, dass er weitere Datenbanken abfragt. Das mache ich, weil wenn ich jetzt auf einen Schlag einfach so alle Datenbanken abfragen würde, hätte ich eine viel längere Ladezeit. Und so kann der Nutzer dann über einen Boolean-Widget entscheiden, okay, ich möchte jetzt noch für meine Artikelliste die Bestände wissen. Und dabei halte ich dann quasi die vorigen Filter bei, propagiert es dann an die Query Reader und joine dann anschließend die Daten wieder auf Artikelnummer-Ebene an meine vorherigen Daten dran. Und wenn eben das Boolean-Widget eigentlich auf der Seite ein Default false und erst wenn diese aktiviert wird, wird diese Datenbankabfrage ausgeführt. Was dann zu einer kleinen Ladezeit natürlich dann führt. Genau. Und dann habe ich, während ich die Data App gebaut habe, gemerkt, dass es in manchen Fällen auch Sinn macht, dass man gewisse Filter erst ans Ende setzt, weil der Nutzer hat bei der Auswahl zum Beispiel der Warengruppen, die ändern sich öfters. Und es ist aufwendiger, den Workflow dann von neuen auszuführen, als wenn ich dann den gewissen die Daten erst im Nachhinein filtern lasse. Genau. Und auch hier habe ich ist dann auch ein bisschen komplexer, weil wenn der Nutzer sich entscheidet dafür entscheidet, gewisse Spalten nicht mit anzeigen zu lassen, dann hätte ich einen Fehler in der weiteren Ausführung, wenn ich dafür einen Filter-Widget gebaut hätte. Und deshalb prüfe ich quasi im Voraus dann, existiert diese Spalte oder nicht. Und wenn sie existiert, zeige ich den Filter an, und wenn nicht, dann blende ich ihn einfach aus. Genau. Und zum Abschluss gibt es dann, wenn der Nutzer dann zufrieden ist mit der Table, da habe ich dann einen Table View Node, wo er quasi eine Vorschau hat, biete ich dem Nutzer dann die Möglichkeit, über wieder eine Boolean Widget am Ende in den SQL Server wieder rein. Und dann darauf greifen wir dann mit Power BI zu, um die
Daten abzufragen und sie zu visualisieren. Das ist mein Workflow, bereitet die Daten auf die Landung auf Power BI Analyse. Ja. Der spricht nicht direkt interaktiv mit Daten. Bei uns nicht. Okay. Gibt es noch Fragen? Chat-Fragen. Können wir noch einen Level-Town schauen? Da mache ich noch eine Frage, ob die ausgewählten Filterwerte und Spalten gespeichert werden können für weitere Fragen. Coole Frage. Ist angedacht, dass wir quasi so eine Vorkonfiguration haben, die dann der Nutzer am Ende auswählen kann oder die vielleicht sogar schon voreingestellt wird, wenn ich die Extract Context Properties Node verwende und es kürze vom Nutzer habe. Aktuell noch nicht. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Mhm. Wie lange hat es gedauert, die Data zu bauen? Mittlerweile 4 Arbeitstage. 4? Mhm. Geht schnell. Super. Ja, dann würde ich sagen, danke für den Vortrag. Schönen guten Abend, mein Name ist Max Blöchle. Bei mir geht es heute um Zeitreihen-Datenanalyse von Anlagendaten mit zwei sehr mächtigen Tools, NIME und Wispler. Und warum das Ganze? Nun, in dem Beispiel geht es darum, dass man eine Solaranlage besonders robust und effizient betreibt. Und dafür verwende ich eine Modellierung von einem Erwartungswert der Solaranlage in NIME und dann die Visualisierung und das Monitoring dann in Wispler. Ich stelle mich kurz vor, beschreibe dann kurz den Anwendungsfall, schaue mir an, wie man in NIME Zeitreihendaten analysiert, da gibt es einiges, schaue mir dann an, wie das in Wispler ausschaut und zeige dann sozusagen den fertigen Use Case von Anfang bis Ende. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung. Der Anwendungsfall ist ein Solarpark, den zum Glück der Anni-Kanal auf Kaggle zur Verfügung gestellt hat. Das ist immer ein bisschen schwierig, an Daten zu kommen, die man auch herzeigen darf. Der hat es sehr schön geeignet, weil da auch Ausfälle drin sind. Also die habe ich da nicht reingeschummelt, sondern die waren da wirklich drin. Das sehen wir dann gleich. Und wenn man diesen Datensatz halt sich dann anschaut, dann schaut er ungefähr so aus. Klassische Zeitreihendaten. Es gibt einen Zeitstempel, in dem Fall einen Stundenraster und dann eine Messung von jedem dieser Strings, also jeder dieser Anlagenteile. Und ja, jetzt zu sagen, läuft das Werkel oder nicht, ist schwer zu sagen. Daher schauen wir uns gleich an, wie man das beurteilen kann. Es war natürlich ein bisschen ETL notwendig. Mit dem Werkzeug NIME habe ich das dann geladen über den CSV-Reader. Einmal die Wetterdaten, einmal die Messdaten von der Anlage. Habe dann das durchnummeriert, habe es pivotiert, also von long to wide. Das ist häufig eine Notwendigkeit, um es dann in ein Format zu kriegen, wie wir es gerade gesehen haben. Also eine schöne Tabelle, mit der man dann arbeiten kann. Klassisch dann auch so ein String-to-Date und Time. Das Ganze gejoint und gesortet. Und dann hatte ich einen Datensatz, mit dem ich schön arbeiten konnte. Wenn ich mit Zeitreihendaten arbeite, dann möchte ich sie irgendwie konsumierbar machen. Also die Tabelle, die wir gesehen haben, die sagt wenig aus. Und das macht man halt durch Visualisierungen. Was Zeitreihendaten speziell macht, sie haben eine Abhängigkeit, also der Vorwert ist zu beachten. Man kann es nicht einfach loslösen von dieser Ordnung. Und diese Zeitreihendaten treten auch gerne sehr viel auf. Also das heißt, es ist immer ein Haufen an Daten, den man da bearbeiten muss. Bei zum Beispiel Minutenwerten, über ein Jahr ist es schon 500.000 Werte. Also da quält man dann an Excel schon ziemlich. Das Ganze macht halt das Arbeiten mit Zeitreihendaten etwas anspruchsvoll. Und wie schaut das zum Beispiel in NIME aus? Schaut zum Beispiel so aus. Wir haben
diesen Data Explorer da oben, der gibt mir einen schönen Überblick über die Werte, über die Wertverteilung, die extremen Werte. Da erkennt man vielleicht auch schon Outlier. Ganz klassisch und sehr nützlich. Der Lineplot oder der Lineplot von Plotly, die funktionieren sogar sehr schön. Inzwischen würde ich sagen, früher, also die sind ja auf JavaScript basierend. Und JavaScript ist ja irgendwie nicht bekannt dafür, dass es besonders performant ist, weil es eine Scripting-Sprache ist und so weiter. Aber ich wurde total überrascht, also ihr habt das echt hingekriegt im Team. Durch Techniken wie WebGL und so weiter kann ich die richtig quälen, also mit 500.000 Datenpunkte und die schwitzen nicht. Also ich bin interaktiv, ich kann zoomen und so weiter. Bin ich echt überrascht. Das war nicht immer so. Der Lineplot Local da unten, wir werden keine Freunde, der hat mich schon Minuten meines Lebens gekostet, der ist einfach nicht zu verwenden für große Daten, nicht umsonst ist er limitiert auf 2.500 per Default, man kann es hochsetzen, aber ich empfehle es nicht. Und was ich häufig verwendet habe, war noch die J3 Chart, das ist echt ein gutmütiger Geselle, aber der ist auch schon in Jahre gekommen, man sieht es hier, man braucht zum Beispiel so ein Legacy Date to Time, also den, ja, den habe ich in seine wohlverdiente Rente zu nehmen geschickt. Gut, und wenn es dann immer noch zu viele Daten sind, dann gibt es folgende Möglichkeiten. Eine Note, die ich sehr gerne verwende, ist der Rowfilter. Also da gebe ich mir zum Beispiel die ersten 100.000 Datenpunkte statt der 500.000 und arbeite halt nur mit diesen Daten. Das verwende ich auch zum Entwickeln, also wenn ich zum Beispiel ein teures Pivotieren mache, wo ich weiß, das braucht eine Minute oder so, und ich mir gar nicht so sicher bin, ob das Ergebnis auch dem entspricht, was ich erwarte, dann mache ich das mit einem Teil der Daten, verwende den Rowfilter und probiere das damit aus. Eine andere Möglichkeit, die es auch noch gibt, die sehr schnell geht, ist das Partitionieren. Also ich nehme mir zum Beispiel einfach nur jeden zehnten Wert, zum Beispiel 10% der Werte, und das funktioniert auch überraschend gut. Gerade um einen Überblick zu bekommen über die Daten, funktioniert das überraschend gut. Wer da ein bisschen gewissenhafter ist, der macht da zum Beispiel einen Mittelwert, also er ignoriert nicht die anderen Werte, sondern macht einen Mittelwert über 10 Werte. Das kann er zum Beispiel mit diesem Window Loop Start und End machen. Und dazwischen ist es halt eine Mittelwertbildung über zum Beispiel Viertelstunden. Ja, ist ein bisschen langsam, ist eine Schleife, braucht man ein bisschen Geduld. Off the record, ich verwende dann auch gerne mal ein Python-Snippet, weil da einfach mächtige Libraries zur Verfügung sind, die das sehr performant können. Aber es gibt auch von Lime-Komponenten, da gibt es die, wenn ich nachschaue, einen sperrigen Namen, Aggregation Granularity Node, die zum Beispiel auf Stunden oder Tage auch das summiert. Also ganz praktisch. Auch von meinem kuratiert. Genau, und wenn es dann mal ein bisschen dichter wird, verwende ich auch gerne Heatmaps. Das schaut dann meistens so aus, dass ich mir die Date and Time Fields, in dem Fall Day of Year und Stunde, extrahiere, pivotiere, in ein Format bringe, dass ich zum Beispiel Tage unten habe und Stunden auf der Y-Achse und dann einen Mittelwert berechne und dann sehe ich das in so einer farbigen Heatmap. Und das ist halt super praktisch, um halt Muster zu erkennen, um einen Überblick zu kriegen über die Datenlage. Sehe ich dann auch Missings und so weiter. Sehr praktisch. Gut, und jetzt ein bisschen provokant gefragt, wie schaut es in einem Tool aus, das extra für Zeitreihendaten entwickelt wurde? Das Tool heißt Visplore, das für Visual Exploration steht. Und das zeige ich mal kurz. Ich habe einen Screen Capture gemacht, einfach um das Risiko einer Live-Demo zu minimieren. Was mache ich hier? Also ich habe hier diese einzelnen Strings, schaue mir die an, schaue mir die Grenzwerte an, Minimum, Maximum, die Missings, schaut alles im grünen Bereich aus. Sehe dann aber, aha, da diese Temperatur hat irgendwie einen Wert von 9999, klicke drauf, bekomme das visualisiert, greife diesen Wert, cleanse ihn, also bereinige ihn mit einer linearen Interpolation in dem Fall und dann sieht man die Zeitreihe so, wie man sie erwartet. Dann schaue ich mir noch so grob im Überblick an in der Heatmap, wie die Strings sich zueinander verhalten. Da sieht man dann, ein String tanzt ein bisschen aus der Reihe, also es sind Tagesmittelwerte.
Das heißt, der Tagesmittelwert von diesem einen String ist irgendwie ein bisschen höher als von den anderen. Und außerdem sieht man da unten diese Temperatur, die Außentemperatur. Da ist ein ziemlicher Bruch, weil es von rot auf blau geht. Das heißt, anscheinend ist ein heißer Tag, gefolgt von einem kalten Tag. Dann gehe ich ein bisschen ins Detail in dem Überblick, weil da sehe ich dann zum Beispiel Missings. Missings sind in schwarz dargestellt. Das heißt, es gibt Perioden, wo für alle diese Strings Missing-Werte vorkommen. Das heißt, ich greife mir da mal eine raus, schaue und sehe gleich da unten, ja, tatsächlich fehlt was. Gut, in dem Fall nicht so kritisch. Genau, weiter. Und weil ich halt einen Zusammenhang zwischen dieser Produktion von diesem String und der Globalstrahlung erwarte, wähle ich mir die beiden aus und stelle mir die in diesem Scatterplot dar. Und sehe, wie erwartet, einen Zusammenhang. Also es gibt keine Punktwolken irgendwie außerhalb von dieser Geraden, von dieser Regressionslinie. Okay. Mach so stichprobenmäßig und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Auch die Temperatur schaut inzwischen okay aus. Es gibt diesen Ausreißer nicht mehr. Wunderbar. Also was ich hier gemacht habe, ich habe die Daten validiert, bereinigt und damit kann ich dann weitergehen. Das nächste, was ich mache, ist, ich werfe meinen Name ein und verwende in dem Fall die Nodes von H2O. Auch ziemlich cool. Was mache ich hier? Ich bilde einen Erwartungswert. Also ich möchte wissen, wie viel produziert dieser eine String bei der Einstrahlung und bei der Modultemperatur. Und den Wert kann ich dann verwenden, um ihn zu vergleichen mit dem Messwert. Das könnte eine einfache Regression sein für den Anwendungsfall. Ich fand es ganz spannend, diesen H2O anzuwerfen. Der probiert einfach viele Modelle durch, macht dann auch eine Parameteroptimierung und das schaut dann so aus. Ganz klar, hier ist ein Motiv von Naim, der Learner und der Predictor. Da vorne auch Input, Output ins H2O. Und was dann da rauskam, also ich habe ihn gebeten, im Random Forest, im GLM, GBM und nur maximal 200, weil sonst die Geschichte sprengt. Und rausgekommen ist einfach, dass er dann ein Gradient Boosting Machine gebaut hat und als geeignet ausgegeben hat. Na gut, und dann habe ich mir diese Erwartungswerte angeschaut auf meinem Datensatz. Dafür bin ich in diesen Deviation Monitor gegangen, habe eben diesen Erwartungswert mit dem Messwert zusammengebracht. Das ist eine Konfiguration, die muss man einmal machen. Klickt man auf OK. Und dann bekommt man hier eine Übersicht über den Modellfehler sozusagen. Also ein hoher Fehler heißt, ich habe eine hohe Abweichung von meinem, was ich erwarte. Und da ist schon ziemlich unterschiedlich zwischen 80 und 20 RMSE. Schaue ich mir in diesem Überblick an, möchte aber nur die hohen Fehler sehen. Das heißt, ich konfiguriere mal meine Legende, dass ich nur die großen Fehler sehe. Kleine Sachen interessieren mich jetzt in dem Fall nicht. Und dann sieht man, diese 6 Strings tatsächlich haben einen großen Fehler an diesem einen Tag. Unten sieht man dann das Detail. Dieser eine String tanzt auch ein bisschen aus der Reihe, aber nur kurz. Und hier ebenso. Diese Erkenntnis speichere ich jetzt in einer Storypage. Das heißt, wenn ich diese Analyse sozusagen nochmal machen möchte nächste Woche, dann kann ich das über diese Story-Funktion machen. Gut. Also ich habe jetzt sozusagen ein Modell gebaut, ich habe validiert, ja, es gibt Fehler, ich kann die Fehler so erkennen. Jetzt möchte ich ins Operationale gehen, das heißt, ich würde hergehen und diese Information in meine SCADA oder so implementieren, das heißt, ich würde einen Alarm konfigurieren, das hat einer gewissen Verletzung des Erwartungswerts zur Messung ein Alarm geschmissen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wann mache ich diesen Fehler? Also wann schmeiße ich den Fehler? Das heißt, ich schaue mir mal an, was heißt überhaupt Fehler, welche Fehler kommen vor? Dafür gehe ich hier in diesen, weil das ein bisschen ein subtilerer Fehler ist. Also kein so ein krasser Fehler, der auf Null fällt. Und schaue mir dann diesen Fehler an
sehe, es gibt noch ziemliche Schwankungen, vielleicht macht da irgendwie so einen Mittelwert Sinn noch. Und dann würde ich sagen, bei einem Mittelwert von ungefähr 250, also bei einer Abweichung davon, würde ich den Alarm schmeißen. Und genau. Und nein, würde mir halt diese Erwartungswerte generieren, vielleicht stündlich oder so, vielleicht in der Datenbank schreiben. Und wenn dann ein Fehler kommt, dass ein Alarm geworfen wird, dann schmeiße ich dieses Cockpit an und erkläre mir diesen Fehler, was da passiert ist. Betrifft es alle Strings, nur einen String? Und vielleicht bei einer komplexeren Anlage, in welchem Betriebszustand ist diese Anlage? Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, irgendwelche Aggregate, die nicht laufen oder sonst was? Also ich kann dann diesen Fehler, der mir geworfen wurde, dann auch erklären, also eine Root Cause Analyse machen. Schön. Und nun komme ich zur Überraschung. Um das Ganze zu streamlinen, also dieses Zusammenspiel aus Nime und diesem Whisperer, habe ich eine Whisperer-Node entwickelt. Tada! Die schaut so aus. Also es ist eine Visualisierungs-Node, das heißt, die nimmt Daten entgegen, öffnet Whisperer und ab dem Zeitpunkt kann ich dann arbeiten. In einer späteren Version werde ich dann auch bereinigen können, labeln können, also mit den Daten explorativ arbeiten, sie anreichern und habe sie dann auch vielleicht wieder beim Output dann zur Verfügung. Seine erste Version, sie basiert auf diesen neuen Python Node Extensions. Finde ich ziemlich cool. Das gibt es seit Version 4.7, glaube ich. Also relativ neu noch. Funktioniert aber schon ganz gut. Und das Release wird folgen, hoffentlich irgendwie so Richtung Spring Summit. Wäre, glaube ich, eine coole Deadline. Und solange kann man sich halt über den CSV-Export helfen. Das war für ein bisschen mühsam, aber es geht. Schön. Also ich hoffe, dass angekommen ist, dass man diese zwei mächtigen Werkzeuge sehr schön kombinieren und kann und dass sie sich einander ergänzen, um dann halt einen Mehrwert zu schaffen. Ich habe auch noch weitere spannende Anwendungsfälle, zum Beispiel für eine Hydroturbine und andere Geschichten. Also gerne auf mich zukommen, können wir uns unterhalten. Gibt es zu dem Zeitpunkt irgendwelche Fragen von euch zu diesem sehr dichten Vortrag vielleicht? So, I need Nime installed and Whisper installed to use this node. And do I need a free version of Whisper or I need a professional? Ah, good point. yes, you need... Also man braucht ein Whisperer installiert natürlich, es gibt aber auch eine kostenlose Version. Die ist dann ein bisschen eingeschränkt, aber für die Visualisierung von Zeitreihen schon sehr geeignet. Diese Deviations, die ich gerade gemacht habe, das ist dann eine Professional-Version sozusagen ja, eingeschränkt. Genau. Aber unter whisperer.com, geht Whisperer, könnt ihr euch das downloaden und selber mal ausprobieren. Die Nodes hast du dir privat gemastert oder die stellst du auch zur Verfügung? Genau, die werde ich zur Verfügung stellen. Noch ist sie nicht in dem Zustand, dass sie reif ist. Genau. Und das heißt, man könnte auch über entsprechende Nodes von Nime. Visualisieren aber halt nicht dieses coole Interaktive, wie es für Visual ist, aber es gibt natürlich auch Visualisierungsmöglichkeiten direkt in Nime. Genau, genau. Und was ich noch nicht, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann diese Components zu bauen, das heißt Kombinationen aus Visualisierungen. Und ganz ehrlich, für Zeitreihen habe ich das noch gar nicht so probiert. Vielleicht kommt man da auch schon recht weit, das weiß ich nicht. Aber natürlich, Whisperer ist wirklich auf Zeitreihendaten spezialisiert und da sehr mächtig. Also ich habe viele Sachen gar nicht gezeigt, wie Pattern Searches, Comparisons, andere Cockpits für Korrelationen. Also ja, ein mächtiges Tool, wenn es um Zeitreihendaten geht. Also zeigt euch die Offenheit der neuen Plattform, sowohl wenn man Daten reinbekommt, wie man Daten wieder rausbekommt und visualisiert. Ne? Ja, ja. Also es gibt ja sehr viele auch Community-Notes und von Partner-Notes. Also da gibt es, das ist sehr, sehr cool, sehr gut, sehr vielseitig. So.
Kann ich gerade mal nicht, ob wir online noch ein Gadget-Anfragen haben, aber das sah gerade nicht ganz so aus. Nee, genau. Aber in dem Fall vielen Dank für den Vortrag. Ich habe keine Frage, aber was ich gesehen habe, der eine Screenshot war in der neuen UI schon. Ja. Sehr schön. Ja, kann man zu Recht sein. Gut, also falls dann jetzt hier keine Fragen mehr sind und auch online keine Fragen mehr kommen, haben wir in dem Fall mit dem letzten Vortrag das Ende der Vortragsreihe erreicht.